So, hallo, wir machen weiter. Bei Ori and the Will of the Wisps, der Wille der Irrlichter, so langsam ergibt sich der Sinn hinter der, na? Hinter dem Titel. So, wir haben das letzte Mal gelernt, wie man unter Wasser dashen kann. Wir haben das letzte Mal herausgefunden, dass hier drüben in der Windwüste, ja, dass da das Finale ist. Da sind wir noch ein bisschen bald gewesen. Und dann haben wir eben herausgefunden, dass wir schon längst in den Lumaseen hätten weiterspielen können und ich einfach nur zu doof war. Denn hier musste man einfach nur eine Blubberblase aktivieren und dann kam man hier hoch. Und das konnte ich bisher nicht, weil ich doof war. Jetzt haben wir den Dash gelernt und können hier unten durch die Steine durch und können hier oben die Quest weitermachen. Die Hauptquest. Und das ist natürlich großartig. Deswegen geht's jetzt wieder nach unten. Oh, ich befreie dich mal von deinem Leid, kleine Blubberblase. So. Deswegen geht's jetzt wieder nach unten und wir werden jetzt sehen, wohin das Ganze führt. Werden wir nicht, weil ich falsch bin. Okay. Noch weiter nach unten. Hier runter. Da ist die Party. Ja, hier war die Party. Genau so ist es. Genau so sieht's aus. Ja, da sind ich. Ich check das immer nicht, wo die anfangen, ne? Aber hier fangen die an. Halt, falsches Ding. Ach, ich habe hier noch den komischen Wind aktiviert. Den brauchen wir jetzt schon wieder nicht mehr. Weg damit. So, also gleich nachdem. Genau, hier fangen sie an. Oh, jetzt ist der schon unten. Lol. Einfach Grafikbug, okay. Hat auch mal was. So, und ab jetzt ist schon alles neu. Hier waren wir noch nie. Aua. Ja, aber jetzt sieht man auch, selbst wenn ich irgendwie mich durch die Dinger hätte glitschen können, ihr habt es ja gemerkt, es gab jetzt so Möglichkeiten. Hier kommt man nicht hoch, wenn man nicht aus dem Wasser rausdashen kann. Also, da haben sie schon drauf geachtet, logischerweise. Oh. Und hier wären wir aber links nicht hingekommen, wenn wir nicht schon vorher in der Wüste gewesen wären. Und habt ihr gerade gesehen, wie viel Geld wir haben? Leute, wir müssen Geld ausgeben. Ich bin gleich an meiner Grenze zu 6000. Wir müssen Geld ausgeben. Das Gute ist, wir können problemlos Geld ausgeben. Denn ich wollte noch das Ding da oben mir holen. Ich sehe es doch leuchten. Ich muss nur rankommen. Nice. Denn wir können ja problemlos zum Dorf und uns wieder hierhin zurückbegeben. Deswegen ab zum Dorf. Und schön einkaufen. Ich will vor allem gucken, ob es für das Unterwasser-Dash jetzt, ob es da Fähigkeiten gibt. Ich könnte es mir nämlich vorstellen, dass da jetzt was aufgetaucht ist. Ich könnte es mir wirklich gut vorstellen. Und wir haben auch einen Samen wieder zum Abgeben, kommt mir gerade. Wir haben einen Samen zum Abgeben. Let's go. Zwei Sachen in der Richtung. Wir machen erstmal den Samen. Moin. Yes. Brunnenquell-Wildblumen rein da. Okay, hier pflanzt er irgendwas. Neben dem anderen Baum. Okay, interessant. Ich war besorgt, dass dieser Garten nicht mithalten kann, den ich zurückgelassen habe. Aber wenn ich sehe, wie deine Seelablumen hier gedeihen, weiß ich, dass ich mich geirrt habe. Ja, sehr cool.
Ja, leider habe ich gerade nicht mehr zur Verfügung. So, was jetzt mit dir? Ja? Nee, es ist... Hier ist... Also diese vier sind immer noch zu. Und die anderen will ich nicht aktuell haben. Die anderen... Also ich brauche sie halt einfach aktuell nicht. So, ne? Gut, andererseits... Ja, schwierig jetzt, weil ich halt viel Geld habe. Ich muss Geld ausgeben. Aber das ist alles Zeug, was ich... Dann gehen wir halt upgraden. Dann gehen wir halt upgraden. Jetzt gucken wir erstmal, was die Blumen gemacht haben. Ach, die Blumen geben mir hier einfach Zeug oder was, wenn ich dran vorbeilaufe? Weil ich gerade einfach so Sachen bekommen habe, einfach so. Aber hier hat er die gepflanzt, hier speziell, ne? Okay, aber die sind jetzt einfach dann da. Okay, cool. So, hier wollte ich hin. Ein unbearbeiteter Splitter auch noch. Oh, zu ihm muss ich mit dem Splitter. Ich habe ja sowas gefunden. Er ist der mit dem Edelstein, der Experte. Ja, let's go. Ja? Erzähl mir mehr. Ich werde ihn so gut es geht polieren. Oha! Bei ihm ging das. Du hast einen neuen Geistersplitter erhalten. Spüre Geheimnisse in der Nähe auf. Ja, moin. Ja, sehr cool. Den rüsten wir doch gleich mal aus. Was nehmen wir dafür raus? Irgendwas, was nicht ganz so wichtig ist. Boah, jetzt wird's halt schon kritisch. Ja, alle Sockel sind voll. Sag das nicht so laut. Feinde lassen vier zusätzliche Geister. Ja, komm, dann muss das halt raus. Wir kriegen eh genug Geld. So. So, okay. Na komm, dann kaufen wir jetzt die zwei halt noch. Ich brauche sie zwar nicht, aber dann habe ich sie. Zack. Zack. Dann ist er jetzt nämlich komplett aufgekauft. Ne? Hier geht gar nichts mehr. Und dann können wir jetzt hier noch upgraden. Zack. 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 Und zack. Und wir haben alles Geld ausgegeben, was wir hatten, effektiv. Sind damit jetzt wieder ein bisschen schwächer, ne? Aber das macht ja erstmal nichts. Krass. Sehr gerne. Ja, und die Pflanzen, wenn ich da jetzt vorbeilaufe, geben mir scheinbar jetzt einfach ab und zu mal Kohle. Das ist ja auch cool. Okay. So, was habe ich gerade gesagt, wo wir hin können? Ja, die Spinnen sind jetzt auch hier, okay. Ist ja in Ordnung. Okay, aber das war jetzt hier alles. Ich speichere mal gerade.
Gut. Was wollte ich gerade machen? Ich hatte gerade irgendwas im Kopf und jetzt ist es wieder ein bisschen weg, gedanklich. Im Prinzip gehen wir jetzt einfach wieder zurück, ne? Oder hatte ich... Ich hatte noch irgendwas anderes im Kopf. Ach, gucke mal. Den habe ich noch gar nicht geholt. Den holen wir uns jetzt mal ganz schnell, aber... Den holen wir uns jetzt aber mal ganz schnell da unten, den Kollegen. Irgendwas wollte ich gerade... Ich weiß es nicht mehr. Irgendwohin wollte ich gerade... Spiel? So, wo ist denn der jetzt? Ach, hier ist er. Siehst du? Den habe ich mir noch nie holen können, scheinbar. Zack. Easy. Okay, sehr schön. Gut. Dann. Was ist denn da noch so ein Dotz eigentlich? Den müsste ich doch schon längst mitgenommen haben. Naja, ist egal. Guck mal, hier war ich auch noch nicht unten. Komme ich da mal eben ganz schnell hingeschwommen irgendwie von irgendwo? Ah, theoretisch schon da drüben. Ja, komm, dann machen wir das mal schnell. Dann machen wir das mal schnell. Nee, jetzt will ich hier nicht mit ihm sprechen. Hallo? Hä? Hallo, lass mich doch nach unten. Ich glaube, ich habe mich schon wieder festgebackt. Ich bin in dem Stein. Ich bin in dem Stein. Ich komm nicht raus. Wow. Großartig. Okay. Dann halt so. wenn ich schneller als das Spiel bin, dann passieren solche Sachen. Dann lädt er das nicht schnell genug und backt sich in so Sachen rein. Das ist schon auch witzig. Oh. Er will das Amulett! Oh mein Gott. Es ist so wichtig, ständig alles anzusprechen. Mein Gott, er will das Amulett. Quolok gab es mir, als ich noch klein war. Das vielleicht den Mut meinte, aber es war nicht das Amulett, das mir Mut gab. Es war Quolok. Ach nee, er hat mir ein Amulett gegeben, ne? Ups. Das Amulett soll nicht Quolok geben. Mein Gott, ich bin schon wieder völlig lost. wo wollte ich denn jetzt hin? Hier, jetzt habe ich schon wieder. Jetzt bin ich schon wieder dran vorbei. Meine Fresse. Das da unten wollte ich mir holen.
Ja, genau, da kam ich nicht ran wegen diesem Wirbel. Und jetzt kommen wir da easy hin. Sehr schön. Und dann da runter. Yes! Nochmal easy. Okay, prima. So. Und dann wollte ich hier rein. Dann gehen wir doch mal da rein. Okay, ich glaube, ich muss einmal außen rum. Moment, aber nicht so rum, oder? Ja, unten durch wieder. Ich dachte schon. Irgendwas kann da nicht ganz stimmen. Bin ich hier richtig? Ist das hier das, wo ich hin will? Yes, genau hier will ich hin. Optimal. Nice. Energiezelle. Let's go. Okay. Jetzt aber dann wirklich zu unserer Quest zurück. Was zeigt es denn da für ein Ding an? Ach so, ja. Die Hauptquest. Wille der Irrlichter, logischerweise. So, ich muss hier hin und dann geht's nach oben. Jetzt bin ich gespannt. Die Frage ist wieder die, Bosskampf, Zwischending oder einfach nur mit Quolok quatschen. Weil das heißt ja nur, dass die Quest dort weitergeht. Ah, da war ich schon drin. Das heißt nur, dass die Quest dort weitergeht, aber nicht, dass dann... Lol. Spiel, was ist los mit dir? Wenn du mir die Möglichkeit gibst, schnell zu sein, dann wundere dich doch nicht, wenn ich das auch ausnutze. Oh, wie schön das hier einfach ist. Quolok! Mit Quolok stimmt etwas nicht. Beeilung. Oh, oh. Nicht, dass der jetzt böse geworden ist. Oh, no. Da ist sie, die Kraft des Waldes. Quolok hat sie gefunden. Ich glaube, der ist böse geworden. Ich glaube, wir dürfen gleich fliehen. Also, was heißt böse, aber vom Verfall. Ja. Er verfällt dem Ganzen. Oh no. Okay, wir fliehen erstmal eine Runde. Okay, ich bin zu langsam. Lol, habt ihr das gesehen, wie einfach die Gra... Mein Gott, was ist denn mit dem Spiel los? Ach, er macht es kaputt. Okay, never mind. Hallo? Oh, ist das frech. Mein Gott.
Aber was ich nicht verstehe, Quolok wusste doch, was es für eine Gefahr hier gibt. Trotzdem hat er sich dahin begeben. So, why? Das war doch eine totale Offensive. Mein Gott, wie soll ich denn da... Wenn ich zu bald dort bin, kann ich da nicht weitermachen und muss warten, bis es einstürzt? Und wenn ich aber dann zu lange brauche, tötet er mich. Jetzt habe ich es geschafft, da durchzukommen. Sehr gut. Jetzt müsste ich doch ordentlich Vorsprung haben, oder nicht? Okay, jetzt kämpfen wir, oder was? Ja, moin. Na gut, dann kämpfen wir jetzt halt. Oh. Aber das gerade Quolok der Verheerung wahrscheinlich. Dem Verfall verfällt, naja. Er hätte doch wissen müssen, dass das hier auf ihn wartet. Finde ich ein bisschen weird irgendwie. Aber vielleicht kann man mir das auch gut erklären. Wir werden ihn ja retten, insofern ist ja alles gut. Oh, das hat ordentlich einen Schaden gemacht. Nice. Das Problem ist, nur unter Wasser kann ich mich nicht heilen, ne? Ja, hier kann ich mich jetzt halt nicht heilen. Hä? Ja, ich hatte halt keine Scheiße. Ah, von vorne alles. Oh no. Okay, die Wasserphase wird kritisch, weil ich mich da nicht heilen kann. Das Wasser? Ja. Okay, dann muss ich einfach möglichst schnell hier drauf knallen. Und aufpassen, dass ich nicht zu viel Energie verliere dabei. Das hat ordentlich wehgetan. Aber ihm auch. Nein, jetzt macht er die Scheiße wieder. Ich habe keine Möglichkeit zum Heilen. Nein, ich darf das nicht berühren. Scheiße. Aber es fehlt auch nicht mehr viel. Mist. Ja, das war so knapp. Scheiße. Okay. Die Wasserphase wird richtig kritisch.
Oh nein, es geht schon los. Kann mich im Prinzip nur heilen durch so Gegner besiegen dann, ne? Ah, schwierig. Ja, toll. Hat ordentlich gezwiebelt. Okay, jetzt kommt die Scheiße. Mist. Mist. Ah, ich habe schon wieder zu viel Energie verloren. Ich muss besser mit meiner Energie umgehen. Oh Bruder, das war ein heftiger Schlag. Scheiße. Wenn ich wüsste, wie... Gibt es echt keine Möglichkeit, sich unter Wasser zu heilen, dann... Mann! Nein, es geht schon los. Ich hab nicht voll Energie. Scheiße. Ach, das ist doch kacke. Scheiße. Da, in your face. Mist. Das hat wehgetan. Ach, das ist doch kacke. Okay, das hat gut gezwiebelt. Was tut er jetzt? Nein, die Attacke ist scheiße. Nein, weg, 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 weg. Oh mein Gott. Mann, ich verliere zu viel Energie. Ah, nee, ich bin in die Stacheln da unten reingerasselt. Na. Ja, keine Chance. Fuck. Okay, kann ich mich irgendwie besser ausrüsten? Habe ich irgendwas, was mir hier helfen könnte? Ja. Ich weiß nicht, ob Feinde gerade überhaupt was fallen lassen in dem Kampf, deswegen bringt mir das nicht so viel.
Das ist auch nicht schlecht. Nee. Ja, weiß ich, ob Dorn, weil Nahkampfschaden. Ist es Nahkampfschaden, was er mir zufügt? Dann könnte man zum Beispiel. Hä? Magnet rausnehmen und Dorn reinsetzen. Ja, die anderen Sachen brauche ich auf jeden Fall nicht. So. Okay, probieren wir es mal aus. Okay, diese Dinger, diese Tentakeln geben Energie, so ein bisschen. Manchmal. Ich wollte mich noch heilen, aber ich habe ihm gut gegeben. Ich habe ihm bis hierhin gut gegeben. Oh mein Gott, wie ich ihm gebe. Holy shit. Das läuft ja gerade ganz anders. Alter, wie viele Energie... wow. Okay, was habe ich denn umgestellt? Ist das der... Ist das der Nahkampfschaden? Der Dorn? LOL. Jetzt habe ich es einfach durchgetankt. Jetzt habe ich es einfach durchgetankt. Was war das denn jetzt krasses? Was war das denn jetzt krasses? Was habe ich denn hier umgestellt? Dass ich plötzlich so crazy geworden bin. Ich meine, 3 Energiezellen mehr mache ich ja nicht mehr Angriff. Okay. Und letztes Gefecht kann sich noch nicht mal ausgelöst haben, weil so wenig Energie hatten wir noch gar nicht. Das war ja krass. So, ich will meinen Magneten wieder haben. Das war ja krass. Was hatte ich noch draußen? Weiß ich nicht. Sick. Haben wir ihn jetzt gerettet? Müsste ja, ne? Ich meine, der Bosskampf ist vorbei. Ich hoffe, jetzt haben wir ihn gerettet. Und der bedankt sich jetzt bei uns wieder. Geht's dir wieder gut, Bro? Wir sind doch Bros. Ja, dem geht's wieder gut. Vernichte dieses Mistding. Sehr gut. Dein Licht wird stärker. Die Kraft des Waldes ist sicher. Wir können den Schaden vielleicht nicht rückgängig machen, dennoch können wir Diven eine zweite Chance ermöglichen. Finde die Irrlichter, bring sie wieder zusammen und die Moki. Oh Bruder, du machst jetzt aber nicht einen Abflug hier. Nein, 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 Kollege, ich muss dir noch ein Amulett geben. Oh nee, Quolok. Quolok, war nicht diesen. Oh nein. Oh nein, das ist eindeutig. Oh, scheiße.
eine maximale Kapazität für irgendwas. Ich kann das immer nicht schnell genug lesen. Oh Mann. Aber sollte ich wohl auch nicht dieses eine Amulett? Ich meine, gut, wahrscheinlich kann ich jetzt dem Toki sagen, hey, geht nicht mehr. Schwierig gerade. Ja, jetzt sind wir hier, okay. Da kann man noch rein. Da kann man noch rein, wo er drin war. Das ist traurig. Das ist ein sehr trauriger Ausgang gerade. Oh, ich dachte, da geht's runter. Oh, hier war ich aber auch nicht drin. Aber jetzt sieht man, wie gut das ist, dass wir schon den Sand hier weg haben, ne? Oh lol, ich war zu langsam. What the fuck? Okay. Wie schnell muss ich da sein? Bruder! Ultra knapp. Okay, wieder Gorlek Erz. Nice. Ist das das Ding, wo ich hin wollte? Ja, das ist das Ding, wo ich hin wollte. Und hier geht's wieder zurück. Yo! Das war aber echt interessant. Ja, aber gut, dass wir den Sand schon haben. Nice. Sonst hätten wir das alles jetzt nicht machen können. So muss ich weniger backtracken an der Stelle. So, einfach da drüben geradeaus, ne? Okay. Macht alle einen Abflug hier. Genau, jetzt geht es nämlich von der anderen Seite auf. Okay. Ja gut. Ja gut, dann haben wir das jetzt hier auch alles aufgemacht. Dann nehme ich an, geht der große Weg jetzt hier weiter, ne? Würde ich jetzt mal stark vermuten. Da kommen wir vom Dorf aus hin. Weil hier ging es ja nicht nach oben, also hier ging es ja nicht hoch. Das haben wir ja nicht, da ging es ja nicht, also das hat ja nicht funktioniert. Da muss ich ja von der anderen Seite wahrscheinlich kommen. Ich meine, das hier hinten haben wir alles gemacht, ne? So. Hier geht's noch nicht weiter. Erst wenn wir alle Irrlichter haben und uns fehlt jetzt ja nur noch eins. Ne, zwei fehlen uns noch. Unter den Wasserdünen und auf dem höchsten Berg. Das hier ist auf dem höchsten Berg. Da ist Gerücht, keine Ahnung. Hinein in den Bau weiß ich nicht. Aber wo ist denn jetzt unter den Wasserdünen? Oder was steht da? Unter den Wanderdünen. Ups. Moment. Wo ist denn das? Das sehe ich nirgends. Ach so.
Ah, das ist das letzte dann. Okay, ja, okay. Das geht jetzt noch nicht. Ha. Huh. Ein Irrlicht ist noch verschwunden. Genau, wir müssen jetzt auf den höchsten Berg. Da müssen wir jetzt hin. Und es kann eigentlich nur über den Weg hier laufen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Okay, let's go. Wir gehen einfach dahin und dann ist gut. Boah. Nein, ich Trottel, ich wollte mit Quolok. Oh, ich wollte mit dem Viech quatschen. Der mir gesagt hat, ich soll Quolok das Amulett bringen. Ah, dann gibt es bestimmt irgendeinen anderen Toki, dem ich das geben kann. Moki. Ach, ich vergesse mal, wie die Viecher heißen. So, warte mal. Der war hier, ne? Ja, genau, hier ist jetzt auch Quoloks Weisheit, die Quest zum Erfüllen. Okay, rein da. Da wollte ich hin. Das war mein Gedanke. Boah, Mann, aber ist das traurig, dass Quolok einfach so einen Abflug gemacht hat. Also, es ist ein Abflug, aber, ne? Vor allem, ich verstehe es. Alter, die Gra. Was ist denn hier los? Ich verstehe es halt, wie gesagt, echt nicht. Er musste doch wissen, dass da so eine Gefahr ist. Warum geht er da hin und lässt sich dann da... Naja, keine Ahnung. Quolok ist weg. Was wird aus Moki? Großer Wächter, wunderbarer Lehrer, so moosig und weise. Ich muss meinen Respekt zollen, aber ich habe nicht mehr die Kraft, um zum Sumpfland zurückzugreisen. Dieses Amulett, Quolok gab es mir vor langer Zeit. Kannst du es zu seinem Teich im Tal bringen? Das kann ich. Das kann ich. Das wollte ich nicht. Wie komme ich da am schnellsten hin? Ah, muss ich... Ich muss so oder so wieder durch diesen... Ja, ja, gehen wir von hier. Gehen wir von hier aus zwei Gründen. Da ist noch ein Dings, mit dem ich noch nicht geredet habe, weil ich nicht mehr weiß, was der will. Den will ich kurz nochmal anquatschen. Hier drüben der. Vielleicht haben wir mittlerweile was der braucht. Kann ja sein. Der Kollege hier. Den will ich nochmal klären, was der kann. Und den will ich auch nochmal anquatschen. Jetzt gucken wir mal. Jetzt sind wir hier auf ganz alten Wegen unterwegs. Wo wir noch mit Pfeilen diese Dinge abschießen mussten. Ich habe gehört, du hättest die Geisterschatten gesehen. Es gibt noch andere solcher Schatten hier und da. Wäre ich schneller, würde ich mit ihnen alleine um die Wette laufen. Ach nee, das war der, mit dem der schneller werden wollte. Nee. Dann hat sich das geklärt. Dann war da oben noch einer, mit dem wollte ich quatschen. Der griesmütige Vogel hat mir gesagt, du hättest viele Moki getroffen und viele Geheimnisse entdeckt. Du hast Schlappohren, aber du findest trotzdem Freunde. Okay, das ist dann auch die Geschichte. Gut. Oh. Bin ich denn jetzt? Ah, zu hoch? Okay. Ah, Mensch, Mensch, Mensch. Wir sind auf dem Weg. Wir haben es bald. Halte durch. Hier war sein Teich, oder? Ja, noch ein Stückchen. Okay. Hier, Amulett platzieren. Das hat jetzt einfach so Geld gegeben. Okay.
noch irgendwie ein Gespräch oder so? Nein, nichts mehr. Okay. Na gut. Boah, es ist so kritisch, was hier passiert ist, ne? Es ist so kritisch. Das war ja alles die Fluchtszene. Dieser ganze stille Wald, das war ja alles die Fluchtszene. Mann, ey. Okay, aber dann gehen wir jetzt hier hin. Und da komme ich am schnellsten vom Dorf aus hin. Jetzt aber wirklich wieder zurück zum Dorf. Let's go! Aber das machen wir dann doch auch im nächsten Part. Ich sehe, wir sind schon wieder bei 45 Minuten. Ich möchte den Part nicht schon wieder länger werden lassen. Ich bin aktuell mit der Länge recht zufrieden. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.